So, da wären wir wieder. In der letzten Folge haben wir ja unsere nächsten Farmen hier aufgebaut. Aber wie ich gerade sehe, war das nur die für den Plump Helmet und für Caveweed, glaube ich. Die beiden müssen noch bestellt werden. Aber da kümmern sich unsere Farmer bestimmt gleich drum. Oh, was blinkt da so komisch? Das gucke ich mir nochmal kurz an. Ist weg. Es werden wohl irgendwelche Insekten gewesen sein. Das mag ich gar nicht. Also Ungeziefer im Fort ist ziemlich nervig. Aber da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. So, hier unten. Oh, es wird fleißig gebraut. Das ist sehr schön. Und gekocht wird auch. Also Eva und Liberty sind schön beschäftigt. Wer ist denn nicht beschäftigt? Oh, was haben wir da? Das trifft sich doch hervorragend. Migranten sind eingetroffen. Denn ich habe gerade die ganzen Kommentare gelesen und da hat sich jetzt doch schon eine ganz schöne Liste angesammelt von Namen, die auch gerne Zwerge wären. Also gesagt, Menschen, die gerne ihre Namen auf anderen Zwergen hätten. Das heißt, wir lassen jetzt alle Zwerge mal hier reinlaufen. Man sieht die hier unten ankommen. Schauen wir mal, wie viele es sind. Es ist ein Zwerg, zwei Zwerg, drei Zwerg, ein Küken. Okay. Drei Zwerge, ein Küken, vier Zwerge, fünf Zwerge und ein Kind. Kinder mag ich nicht. Also, in real life mag ich Kinder. Ich habe ja auch selbst eins. Aber im Spiel sind Kinder immer so eine Sache. Die können nicht wirklich viele Arbeiten verrichten. Ein paar kleinere können sie. Aber sie können halt Unruhe stiften. Und wenn ein Kind stirbt, dann geht das Fort eigentlich zwangsweise den Bach runter. Na gut. Aber wir haben jetzt fünf neue Namen, die wir vergeben können. Das heißt, wir haben zwei Fischer. Also man sieht hier, worin ihre Skills liegen. Also was ihre besten Skills sind. Dementsprechend werden die Namen hier zugewiesen. Also die beiden sind Fischer. Die drei hier, die beiden sind Farmer. Und er ist Milker. Also sein bester Skill ist es darin, Milch von Kühen und Ziegen und so weiter abzumelken. Was für uns recht sinnlos ist, da wir keine solche Tiere haben. Na gut, dann müssen wir jetzt mal schauen. Wir fangen einfach oben an und nehmen den Fischer hier. Was sagt meine Liste? Meine Liste sagt Kredas, Lever, Fessel, Akatana, Tentakelfan, Gandalf, Buntefuß und Moritzen. Wo ist er? Ah, da, Moritzenfull. Hoffentlich, ich habe das richtig ausgesprochen. Machen wir jetzt erstmal V für View Creature, dann Y für Customize, dann nehmen wir P für seine Profession, also was er dann später machen soll, und da wir momentan nicht wirklich irgendwas brauchen, ist er einfach nur ein Hauler, also jemand, der Sachen von Punkt A zu Punkt B schleppt. So, jetzt noch den Namen Moritz NF UL. Ich hoffe, das war jetzt richtig geschrieben. Wenn nicht, dann mecker einfach in den Kommentaren, dann ändere ich das. So, Escape, Escape. Jetzt haben wir hier Moritzenfull, den Hauler. Ich drücke nochmal Zoom Creature, drücke dann P für Preferences und L für Labor und guck, was er so aktiviert hat. Denn wir wollen ja nicht unbedingt, dass er bestimmte Aufgaben nachgeht. Zum Beispiel Fishing. Fishing ist zwar an sich ganz nett, aber dazu muss man meistens außerhalb der Festung arbeiten. Also drücke ich jetzt mal Enter und deaktiviere alle drei. So, Escape. Das heißt, die einzigen Jobs, die er jetzt hat, ist bei Healthcare sich um Patienten zu kümmern, wovon wir keine haben, und Howling. Also schleppen. Das ist soweit so gut. Drücken wir wieder U. Haben wir hier unsere ganzen Zwerge. Was fehlt uns eigentlich noch? Wir bräuchten eigentlich einen richtigen Schreiner, denn Gerugon wird bald viel zu tun haben. Der wird nämlich eigentlich nur auf seinem Stuhl sitzen und die Buchführung machen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach irgendeinen von den anderen, den Milker zum Beispiel, und den machen wir jetzt zu unserem Schreiner. Er wird kein sehr guter Schreiner sein, aber am Anfang ist das ziemlich egal. Wir werden dann einfach 10.000 Betten produzieren, bis sein Skill hoch genug ist. Und wir verkaufen oder zerstören einfach alle Betten, die zu schlechte Qualität haben. Da werden wir eine Menge Holz für brauchen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also drücken wir jetzt V für View Creature.
Wir drücken Y für Customize und Nickname. Welchen nehmen wir denn jetzt mal? Ich nehme mal Kredas. Zack. Und du bist Wood. So. Jetzt müssen wir wieder Zoom to Creature mit C. Und er ist jetzt hier schon auf den Preferences und den Jobs drauf. Das heißt, wir können wieder mit Plus und Minus gucken, was er machen soll. Er soll nicht Milking machen. Das soll gar keiner machen. Und er soll dafür Woodworking. Er soll Carpentry machen. Armbrüste bauen machen und Holz hacken machen. So, Escape, gehen wir wieder auf U und dann kann der arme Gerugon, da zoomen wir jetzt mal hin, der muss jetzt kein Holz mehr hacken. Das heißt, Carpentry wird weggemacht und Woodcutting wird weggemacht. So, dann kann er sich um andere Sachen kümmern. Apropos andere Sachen, ich gehe mal auf Z, in unsere Übersicht. Da steht immer noch nicht genau, wie viel wir von was haben. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich langsam mal anfangen mit der Buchführung. Das heißt, wir drücken N für Nobles. Davon haben wir bisher noch gar keinen benutzt. Es gibt verschiedene Rollen, die gefüllt werden können. Wie zum Beispiel der Anführer der Expedition, der Anführer der Miliz, ein Sheriff und so weiter. Die meisten davon braucht man am Anfang nicht. Was man auf jeden Fall braucht, sobald die erste Karawane kommt, ist ein Broker. Der kümmert sich um die Abwicklung der Handelsgeschäfte. Und ich will jetzt noch einen Bookkeeper haben, damit die Fragezeichen weggehen und wir endlich wissen, wie viel von was wir genau haben. Also drücken wir bei Bookkeeper Enter und wählen da Gerugon aus. Dann sieht man auch hier, was für ein Skill er hat in den relevanten Skills. Also ein Bookkeeper braucht nur Record Keeping. Aber wenn man jetzt zum Beispiel der Anführer der Miliz wäre, dann würde hier stehen irgendein Waffenskill und Teaching und was weiß ich. Die Zwerge hier sind auch sortiert danach, wer den höchsten Skill hat. Also der mit den höchsten Skill, die relevant sind für den Beruf, den man ausgewählt hat, die stehen ganz oben. Deswegen ist Gerugon noch oben, weil er der Einzige ist, der Record Keeping hat. Also Enter. Jetzt haben wir Gerugon eingetragen als Expeditionsleiter und als Bookkeeper. Was ihr hier seht, das Require ist rot geworden. Hier steht, was sie brauchen, also Require, was sie verlangen, das sind Demands. Und was sie, ich glaube, vorschlagen. Also verlangen ist, zum Beispiel sie verlangen, produziere XY Stühle aus dem und dem Material. Ah, genau. Mandate war etwas verbieten. Oder etwas, okay, ich nenne das Beispiel. Hier war, sie sollen XY Sachen herstellen. Und hier ist, sie dürfen nicht benutzen Materialien aus Kupfer zum Beispiel. Oder es darf kein Kupfer exportiert werden. Das wären Mandate. So, aber bei ihm ist jetzt Requirements rot geworden, weil ein Bookkeeper braucht mindestens einen Tisch und einen Stuhl. So, ich klicke einfach mal auf den Bookkeeper rauf mit Enter. Da sieht man, er hat kein Office und er braucht ein meager Office. Also meager ist so ganz schäbig. Der braucht eigentlich echt nur einen Stuhl. Das ist denn schon ein Office. Ein Feld groß und ja, das war's. Der braucht nicht mehr Türen und Mauern um sich rum. Aber die anderen Noblemänner brauchen halt bessere Sachen. Teilweise später kommen hier auch neue Berufe in Anführungszeichen hinzu. Also neue Ränge. Also wie denn Baron oder Lord oder König. Die brauchen dann immer mehr Sachen. Und die verlangen auch immer mehr Sachen und verbieten immer mehr Sachen. Und das macht das Ganze dann wesentlich komplizierter. Aber davon sind wir Gott sei Dank noch eine Weile entfernt. Wo wir aber gerade hier auf dem Fenster sind, mache ich auch nochmal Gerugon ganz kurz zum Broker. So. Und das war's dann schon. Escape. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich baue ganz kurz einen Tisch. Oh, man kann keinen Thron aus Holz bauen. Das wusste ich nicht. Nö. Dann müssen wir doch wirklich zuerst die Steinmetze aufbauen. Das heißt, wir machen B für Bauen, W für Workshop und wählen dann... Na, wo ist es? Carpenter.
Masons Workshop. Mason ist der Steinmetz. So, dahin. Und das bauen wir aus Jet. Dann machen wir da unten noch einen hin. So, auch aus Jet. Und ist hier die Mitte? Ich guck mal ganz kurz. Ich baue es einfach hin. Drück den K und zähl ab. Also 1, 2, 3, 4, 5. Bis zu dem Workshop. 1, 2, 3, 4, 5. Bis zu dem Workshop. Ja, super. Also ist das hier symmetrisch. Das heißt, wir haben drei Masons Workshop auf der Seite und hier kommen dann die Carpenter Workshops hin. Also die linke Seite von dieser Etage ist für Steinverarbeitung und die rechte Teil der Etage ist für Holzverarbeitung. So, resume. Und dann kommt hoffentlich gleich wer angelaufen? Se Tang Tong. Dessen Aufgabe ist es gerade, ein Gebäude zu bauen. Das wird dann wahrscheinlich das hier sein, ja. So, als nächstes wird er dann jetzt das Gebäude bauen und das Gebäude bauen. Aber wir können bei dem hier schon mal ein paar Aufgaben verteilen. Und zwar mit A, ein Thron und wo ist ein Tisch? Weiter unten. Plus, 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 plus. Ah, da, Table. So, ein Stuhl und ein Tisch. Das reicht erstmal als Office für unseren Gerugon. Aber wo wir gerade dabei sind, können wir noch schon mal drei Türen machen. Zwei Statuen, drei Statuen. Und noch ein Tisch. So, das soll erstmal reichen. Und da unten ist noch jede Menge Zeug, was abgebaut werden muss. Sonst könnte ich hier schon mal die ganzen Workshops bauen für Holzverarbeitung. Aber na gut. Oh, ich sehe gerade, wir haben fünf Eidler. Da sollte ich erstmal kurz pausieren und ein paar Aufgaben verteilen. Wer hat denn nichts zu tun? Unsere Farmer sind alle dabei. Oh, die sind dabei, die Pflanzen zu sehen. Und wir haben teilweise den Leuten noch nicht verboten, das zu machen. Das heißt, Leute, die noch keinen hohen Skill haben, sind gerade dabei, Pflanzen zu sehen oder anzubauen. Das ist nicht gut. Also sollten wir erstmal hier unsere Zwerge weiter benennen. Wir haben jetzt gerade, da ist Moritzen voll, da ist Kredas. Dann nehmen wir jetzt mal die hier, die gerade am Pflanzen anbauen sind. Und drücken V für View Creature, drücken Y für Customize, drücken P für... Oh, was ist der denn mal? Er ist ein Pawn, also ein Bauer. Und wir nehmen jetzt, also Kredas haben wir schon. Moritzenvoll haben wir auch. Dann nehmen wir jetzt mal Akatana. Akatana. Also ein Katana. Drücken Escape. Escape. Und zoomen zu Akatana. Und gucken uns mal seine Aufgaben an. Also da er ein Bauer ist, soll er ruhig Farming machen. Dying braucht er nicht. Und Scheren soll er auch nicht. Plant Gathering ist okay. Ah, nee, Farming soll er gar nicht, weil das ist das Anbauen. Da braucht er den Grower-Skill, den er wahrscheinlich nicht hat. Ich gehe mal kurz auf G. Er ist nur ein Novize-Grower. Okay, wir werden wahrscheinlich später eh nicht mit zwei Leuten klarkommen. Das heißt, er kann ruhig Grower werden. Ups. Wo bist du? Da ist Akatana. Das heißt, wir gehen wieder auf P, Preferences, L, Labor und lassen dann Farming an und Pflanzen sammeln. Das heißt, ich versuche mir jetzt zu merken, dieser Beruf, den ich mir ausgedacht habe, also Bauer, jeder, der diesen Tag hat, hat mindestens diese beiden Skills, Farming und Plant Gathering. Weil dadurch werden dann Liberty und Evaun entlastet. Die müssen sich ja später durchgehend darum kümmern, Essen zu produzieren und Trinken zu produzieren. Die haben keine Zeit mehr, auf dem Feld rumzudümpeln. So, aber nächster Zwerg. Dann machen wir aus ihm hier gleich auch noch einen Pawn. Dafür benennen wir ihn erstmal um. V, Y, N. Erstmal Katana durchstreichen und jetzt nehme ich Gandalf. Gandalf. So. Das sind übrigens jetzt alles Namen aus den Kommentaren. Ich habe ihn jetzt nicht genannt, weil er ein toller Zauberer ist oder Sprüche klopfen kann. So, Profession ist er wieder Pawn. Pawn, nicht Pocken. Pawn.
Escape, Escape, Zoom to Creature und wir stellen den Jobs jetzt wieder genauso ein wie bei dem anderen Pawn. So. Sind wir fast fertig. Fehlt noch der Fischer hier. Den machen wir wieder zu einem Hauler, also ohne alle Jobs. Erstmal wieder wir ihn um. V, Y, N. Das wird dann Tentakel-Fan. Ich hoffe mal, das ist wegen dem Computerspiel und nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Tentakel-Fan. Und er ist Hauler. So, Escape, Escape. Zoom to Creature. Und da müssen wir die ganzen Fishing-Jobs wegmachen. Denn ich will nicht, dass er rausläuft und anfängt zu angeln. Das heißt, er hat genau wie der andere Hauler, nur Howling aktiv und Sachen, die den gesunden Menschenverstand folgen. Also jemanden, der mit einem gebrochenen Bein da liegt, wegschleifen und dergleichen. So, dann bleibt jetzt nur noch das Kind. Ja, Tentakel-Fan durchstreichen auf der Liste. Dann ist das Kind jetzt da. Dem können wir auch keine Jobs verteilen. Da steht hier, ein Kind tut, was es will. Aha. Was bedeutet, dass er ab und an mal ein paar Sachen schleppt und auch Feldarbeit macht. Aber man kann ihm sonst keine anderen Jobs zuweisen. So, aber wir können ihn umbenennen. Das heißt, auf das Kind. V, Y, P. Das ist jetzt Kit. Nur damit ich in der Übersicht weiß, dass es auch ein Kind ist und nicht irgendwie ein Zwerg, der nichts tun will. Und er ist bunte Fuß. Bunte Fuß. So, damit hätten wir jetzt alle Zwerge benannt. Das Benennen der Zwerge ist nicht nur ganz lustig für uns und für euch, weil ihr euch hier wieder seht teilweise. Es ist auch recht wichtig, dass ihr wisst, welchen Zwergen ihr schon Jobs gegeben habt und welchen nicht. Denn wenn jetzt gleich noch eine Welle kommen würde von Immigranten, dann seht ihr genau, welche Zwerge neu sind und welche schon Jobs zugeteilt bekommen haben. Denn die ganzen Alten haben die richtigen Namen und haben Titel, also Jobtitel, die alle groß geschrieben sind, wohingegen die neuen Immigranten keine festen Namen haben und auch keine eigenen Jobtitel. Beziehungsweise sie haben die Jobtitel, die klein geschrieben sind, die vom Spiel vorhergesehen sind. So, Escape. Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Primär haben wir nur unsere Zwerge umbenannt und ein paar kleine Jobs verteilt. Aber das ist sehr wichtig. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.